Der Landkreis Zwickau hatte am heutigen Nachmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über weitere Lockerungen zu informieren. Diese sollen dann am morgigen Donnerstag, den 27. Mai, in Kraft treten. Ja, wir sind jetzt seit einer Woche mit der 7-Tage-Inzidenz unter 100. Das heißt für uns, wir sind aus der Bundesnotbremse heraus und können auch nach der jetzt gültigen sächsischen Corona-Schutzverordnung einiges an Erleichterungen wieder in die Wege leiten. Und ich spüre ein Aufatmen bei den Lehrern, bei den Schülern, bei denen es jetzt etwas intensiver wieder in den Unterricht geht, bei den Eltern, die auch wieder an ihre Arbeitsstelle können, weil Kinder im Kindergarten wieder betreut werden. Natürlich auch bei den Familien, bei denen ja auch die Begegnungsmöglichkeiten ein bisschen besser werden, aber auch der lange versprochene Besuch im Tierpark nachgeholt werden kann und natürlich auch die Einkaufsmöglichkeiten ein bisschen besser werden. Das heißt dann auch für mich ein Stück aufatmen, wenn ich meine verschlissenen Hausschuhe jetzt mal ersetzen kann. In der Pressekonferenz ging Dr. Steffen Vogel, Amtsleiter Rechtsamt, näher auf die Neuregelungen ein. Also zum einen sind durch die Öffnung der sächsischen Corona-Schutzverordnung private Zusammenkünfte im öffentlichen und im privaten Raum wieder erlaubt. Dies beschränkt auf maximal 2 Haushalte. Und in geschlossenen Räumen haben wir hier auch eine Höchstanzahl von 5 Personen. Außerhalb geschlossener Räume dürfen sich bis zu 10 Leuten treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, Genesene und vollständige Geimpfte werden nicht mitgezählt bei diesen Zahlen. Die Ausgangssperre, Herr Dr. Scholper hat es gerade schon gesagt, ist aufgehoben. Diese Ausgangssperre kam aus § 28b der Bundesnotbremse, sprich des Infektionsschutzgesetzes, eine solche Ausgangssperre findet sich in der sächsischen Corona-Schutzverordnung nicht mehr. Erlaubt sind nun auch wieder körpernahe Dienstleistungen, natürlich mit Kontakterfassung und tagesaktuellem Test. Die Außengastronomie kann mit vorheriger Terminvereinbarung und Kontakterfassung öffnen. Sofern Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen, müssen diese einen tagesaktuellen Test vorweisen. Auch die Kulturstätten wie Museen, Bibliotheken, Galerien, Kinos und Theater dürfen wieder öffnen und auch Sport ist wieder möglich, auf Innensportanlagen einschließlich Fitnessstudios. Kurz ein großer Schritt hin zur Normalität. Einzelheiten der aktuellen Regelungen entnehmen Sie bitte der Webseite des Landkreises Zwickau.